schön. Das Schönste war, ich wusste, dass ich unter den ersten drei bin. Aber ich bin trotz allem doch ohne Erwartungshaltung daran angegangen. Und wo dann mein Name genannt wurde und ich sehe diesen Namen, dann sage ich zu meiner Freundin, du hast das am 1. April, Scherz. Ich war so überwältigt, ich war sprachlos und ich bin dann vorgelaufen und durfte den schönen Award entgegennehmen. Und ich war einfach glücklich und happy. So ein schöner Moment. Ich hatte ja auch schon einen grossen Auftritt am SEF. Und zwar 2016 war ich selber auf der Bühne. Der Ausgredig hat ein Interview mit mir gemacht. Und es war noch sehr speziell, als ich auf dieser Bühne war und so rausgeschaut habe. Da hast du alles so dunkle Anzeige gesehen. Und mehr oder weniger natürlich sehr mannenlastig. Und es ist mir aufgefallen, gerade im vergangenen Gesunden, dass viel mehr Frauen auch anwesend waren. Also man hat doch immer wieder farbige, helle Punkte gesehen drin. Und auch ein gutes Zeichen, dass wir Frauen effektiv im Vormarsch sind. Und natürlich doch auch ein Teil des Ganzen sind. Weil ich bin nach wie vor überzeugt, gemischte Teams, das ist so eine grosse Bereicherung. Und es bringt uns gemeinsam weiter. Selber bin ich seit 35 Jahren in der Wirtschaft tätig und habe ja effektiv von unten auf angefangen, Step by Step. Und mir ist immer die Chance gegeben worden, ich kann mich bewegen und ich kann können bewegen. Ich bin gefördert und gefordert worden. Und wenn ich ja heute auch kann, junge Frauen dazu ermuntern, dass sie eben das mit ihrer guten Ausbildung, mit ihrem Fachwissen, mit ihrer Kreativität, mit der Kommunikation und so weiter, das irgendwie miteinander können verbinden können, dass sie eben auch Erfolg haben und auch ihre Frau stehen, dann muss ich sagen, dann sind wir doch genau auf dem richtigen Weg. Und darum tue ich auch wirklich auch Frauen unterstützen, sei es einerseits in meiner Funktion als Vorbild oder natürlich auch als Mentorin.